willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in der Schule eigentlich nie wirklich lernen zu lernen, sondern uns einfach eine Information gegeben wird, die wir dann einfach auswendig lernen sollen. So ist das zumindest bei mir in der Schule immer so gewesen. Irgendwann dachte ich mir, es kann so nicht weitergehen und ich muss einfach versuchen, für mich irgendwie bestimmte Lerntechniken herauszufinden und zu können, die ich dann immer anwenden kann, um dementsprechend auch gute Noten zu haben und die Dinge auch wirklich zu merken und auch wirklich richtig zu verstehen. Beispielsweise wusste ich früher gar nicht, dass Dinge wie zum Beispiel einen Text erneut lesen, Dinge markieren oder Zusammenfassungen schreiben gar nicht mal so effektiv sind. Dementsprechend habe ich vor allem über das letzte Jahr, über die letzten 2 Jahre sehr, sehr viel mich mit diesem Thema beschäftigt und dementsprechend auch viele Lerntechniken herausgefunden, die mir immer noch total viel helfen. Und in diesem Video möchte ich mal diese ganzen Methoden mit euch teilen und hoffe, dass sie euch auch helfen werden. Ich werde euch in dem Video erstmal die Technik oder die Methode vorstellen und dann auch noch sagen, wie du diese Erkenntnis für dich nutzen kannst. Ich werde aber in diesem Video nicht ganz tief in die Materie reingehen, weil ich euch in diesem kleinen Video nicht alles in Detail erklären kann, sondern eher meine eigenen Erfahrungen damit mit euch teile. Aber deswegen werde ich auch ein paar Quellen in der Infobox verlinken, falls du dich in dem Thema noch mehr einlesen möchtest. Übrigens kommt auch meine Lieblingsmethode am Ende, also bleib auf jeden Fall dran. Viel Spaß beim Video, ich würde sagen, fang jetzt direkt mal an, let's go. Erstmal werde ich die Kamera ein bisschen höher machen, weil irgendwie ist sie so komisch. Ach. Die allererste Erkenntnis, die mir sehr geholfen hat beim Lernen, ist das Parkinson-Gesetz. Das Gesetz sagt aus, dass die Arbeit wie ein Gummi ist und sich sozusagen immer so weit ausdehnen lässt, wie Zeit du dir auch gibst. Das heißt also, je mehr du dir Zeit für eine Aufgabe gibst, desto länger wirst du auch für diese Aufgabe dann brauchen. Beispielsweise schreiben wir uns momentan eine Seminarfacharbeit, wofür wir ungefähr 2 Jahre Zeit haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 2 Jahre dafür Zeit, werde ich auch 2 Jahre dafür brauchen. Wenn ich mir jetzt aber sagen würde, oh mein Gott, ich muss diese Arbeit in 3 Wochen abgeben, würde ich es auf jeden Fall schaffen, diese Arbeit auch in 3 Wochen zu schreiben. Also unsere Arbeit ist sozusagen ein Gummi, was sich immer ausdehnt zu der Zeit, die wir uns geben. Hat das jetzt Sinn ergeben? Oder wäre nämlich die Erkenntnis, die wir daraus ziehen könnten und die Tipps, die wir anwenden könnten, uns selbst Deadlines zu setzen. Also beispielsweise, wenn du eine Arbeit in 4 Wochen abgeben musst, kannst du ja schon sagen, okay, meine persönliche Deadline sind aber 2 Wochen. So bist du dir auf jeden Fall sicher, dass du diese Arbeit auf jeden Fall rechtzeitig fertig machen wirst, weil wie gesagt, je weniger Zeit du dir gibst, desto schneller wirst du auch dann dementsprechend arbeiten. Außerdem ergibt es ja auch Sinn, wenn du zum Beispiel für einen Test lernen musst oder nicht irgendwie sagst, okay, ich lerne dafür jetzt 6 Stunden. Oder dass du zum Beispiel sagst, ich versuche mir den ganzen Stoff nochmal in 4 Stunden zu erklären. Weil oft ist es dann einfach so, dass wenn wir uns länger Zeit geben, wir nicht ganz effektiv sind, vielleicht ein bisschen so rumtrödeln, sage ich mal, und es halt einfach nicht so sinnvoll nutzen. Diese Lernmethode, die mir so geholfen hat und wirklich eine Erkenntnis für mich war, ist Active Recall. Hast du schon mal gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert, die Dinge zu behalten, wenn du einfach nur einen Text 1000 Mal durchliest? Ich dachte früher, dass es total sinnvoll ist, Dinge durchzulesen, sie zu markieren, vielleicht was rauszuschreiben, Zusammenfassungen zu machen und so. Und das alles ist auch bis zu einem bestimmten Grad ziemlich sinnvoll, aber eben nicht so sinnvoll wie Active Recall. Denn das Durchlesen und Markieren ist nämlich passives Lernen. Wir brauchen aber aktives Lernen, um uns Dinge wirklich zu behalten. Dein Gehirn wird sich nämlich Dinge viel, viel einfacher merken, wenn du wirklich die Antworten dir selbst ausdenken musst. Deswegen sind auch Tests super sinnvoll, um zu prüfen, ob du ein Thema wirklich verstanden hast. Es ist nämlich super hilfreich, Informationen aktiv als einfach auf eine Frage wiederzugeben und nicht nur zum Beispiel etwas durchzulesen. Also was können wir jetzt machen, um Active Recall für uns zu nutzen? Und die ganz einfache Antwort ist, dich selbst zu testen und abzufragen. Beispielsweise ist meine Idee für das kommende Schuljahr, dass ich nicht mehr diese richtigen Lernzettel mache, also nicht irgendwie sowas schreibe wie Definition, blablabla, was halt alles dazugehört, sondern mir wirklich eigentlich nur Fragen aufschreibe zu dem Thema. Und dann versuche, die Fragen zu beantworten. Denn das wird mir viel mehr helfen, als nur diesen Lernzettel 1000 Mal durchzulesen. Denn in dem Moment, in dem ich die Frage lese, muss mein Gehirn noch aktiv arbeiten, um sozusagen die Antwort auszudenken. Und das wird mir längerfristig viel mehr helfen, die Dinge zu behalten, als sie nur einmal durchzulesen. Wenn du zum Beispiel Vokabelwörter lernen musst, ist es natürlich viel einfacher, wenn du dich einfach abfragen kannst oder abfragen lassen kannst. Aber natürlich geht es auch bei allen anderen Themen. Ich bin mir super sicher, dass die nächste Methode eigentlich schon alle Menschen, die das hier sehen, kennen. Und zwar sind das Eselsbrücken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Eselsbrücken immer so ein bisschen etwas Kindlicheres gesehen wird und wir irgendwie denken, dass es vielleicht Leute in der Grundschule machen oder so. Aber ich kann nicht sagen, dass Eselsbrücken wirklich immer hilfreich sind. Beispielsweise mussten wir mal in der 8. Klasse, war das glaube ich, irgendwie die ganzen Länder von Afrika auswendig lernen. Und da habe ich mir einfach mit den Anfangsbuchstaben jedes Landes einen Satz gebildet. Und ich habe mir dann den Satz in dem Test gesagt und konnte dementsprechend viel einfacher diese Länder wiederholen und in meinem Kopf haben und diese dann noch aufschreiben und habe, glaube ich, auch eine gute Note drauf bekommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich denke aber schon. Es gibt aber auch ganz einfache andere Eselsbrücken, die du dir bauen kannst, wie zum Beispiel mit irgendwelchen Fremdwörtern. Beispielsweise habe ich letztens diese Eselsbrücke gesehen, dass zum Beispiel das koreanische Wort Pigonhada, was müde bedeutet, so runtergebrochen werden kann in 2 Teile, und zwar einmal das Wort Pi, was Blut bedeutet auf Koreanisch, und dann Gon, was heißt sozusagen wie Gon, also wie im Englischen
Menschen sozusagen das weggegangen. Und sozusagen kann man sich einfach denken, wenn das Blut weg ist, dann ist man müde. Und deswegen Pigottata bedeutet müde sein. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kann sich unser Gehirn natürlich nicht alle Informationen, die wir aufnehmen, auch merken. Und man kann diesen ganzen Prozess mit einer Vergessenskurve darstellen. Das heißt sozusagen, wenn du etwas lernst, wirst du es irgendwann auch wieder vergessen. Du kannst aber diese Vergessenskurve immer wieder zurücksetzen, wenn du eine Sache wiederholst. Und jedes Mal, wenn du eine Sache wiederholst, setzt du diese Vergessenskurve zurück und sie fällt jedes Mal aber auch langsamer. Und diese Lernmethode heißt Spaced Repetition, also auf Deutsch, wie sagt man es auf Deutsch, Wiederholung. Wiederholung mit Abstand, beabstandende Wiederholung. Also die ganz einfache Aufgabe, die wir haben, ist einfach die Dinge, die wir lernen, zu wiederholen, um sie nicht zu vergessen und um diese Vergessenskurve wieder zurückzusetzen. Mein Tipp an euch wäre da einfach, jede Sache, die du in der Schule machst, einfach einmal kurz zu wiederholen. Das machen wir meistens in der Schule ja sowieso, wenn man irgendwie mal die letzte Stunde kurz wiederholt am Anfang der neuen Stunde. Aber ich würde dir auch empfehlen, einfach jeden Abend sich kurz hinzusetzen und einfach mal in 5 oder 10 Minuten den ganzen Schultag nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal alles kurz im Kopf vielleicht durchzugehen. Ich mache das sehr gerne so, dass ich mir abends nochmal meine ganzen Notizen angucke und sozusagen bei GoodNotes, was ich benutze für die Notizen, mir nochmal meine ganzen Texte durchlese, um einfach zu gucken, habe ich noch alles verstanden, kann ich das so erklären oder habe ich irgendwas nicht verstanden. Und es geht ja nicht darum, dass du einfach nochmal komplett alles lernst, dir nochmal alles erklärst oder so, sondern nur, dass du einfach kurz diese Vergessenskurve nochmal nach oben bringst und das ganz, ganz kurz einfach nochmal reviewst. Kommen wir nun zu meiner Lieblingslernmethode und zwar ist das die Feynman-Technik. Okay, Leute, ihr wisst schon, mein bilinguales Gehirn. Ja, wirklich, ich habe momentan so ein Problem damit, Englisch und Deutsch auseinanderzuhalten. Ich mache immer so einen Mix. Aber es heißt Feynman-Technik oder halt Technik. Ja, okay. Und bei dieser Methode geht es einfach darum, Informationen anderen Menschen zu erklären. Und zwar gibt es 4 bestimmte Schritte. Wenn du also einen Test hast oder eine Arbeit hast, die du bald schreiben musst, ist der erste Schritt, dir das Thema einmal kurz zu erklären. Vielleicht schreibst du eine Klausur über das Thema Zellteilung. Und dann würde ich dir raten, setz dich mal vor den Spiegel und versuche dir selbst die Zellteilung zu erklären. Und das am besten mit sehr einfachen Worten, weil das zeigt, dass du es wirklich verstanden hast. Wenn du das gemacht hast, wird dir wahrscheinlich auffallen, dass du nicht alles weißt. Und der nächste Schritt ist nämlich, diese Wissenslücken zu finden. Also dann zu wissen, was hast du noch nicht ganz verstanden. Der dritte Schritt ist dann, diese Wissenslücken zu füllen und dann sozusagen den neuen Stoff, die neue Information noch aufzunehmen. Und dann im 4. Schritt geht es wieder darum, dir das Thema erneut zu erklären. Denn diese Methode sagt einfach auch, dass du ein Thema verstanden hast, sobald du es jemandem erklären kannst. Falls du keine Person da hast, der du es erklären kannst, würde ich dir wirklich raten, es einfach dir selbst zu erklären oder einfach eine Sprachnachricht zu machen an dich selbst oder das irgendeinem Freund oder Freundin zu erklären. Oder es natürlich die beste Voraussetzung wäre auch zum Beispiel, das einem kleineren Kind zu erklären. Wenn man das jemandem in einfachen Worten erklären muss, ist es nochmal viel schwieriger als mit diesen ganzen Fachbegriffen. Und das ist halt einfach, dass du das wirklich verstanden hast und dementsprechend auch anwenden kannst. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir das Thema Lernen, Schule und Organisation interessiert, denn dazu gibt es hier jeden Donnerstag und jeden Sonntag ein neues Video. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier sehr bald wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag und viel Spaß und viel Erfolg beim Lernen. Bis dann. Tschüss.